Moin Moin, willkommen zurück zu Kakarot. Wir suchen die Dragon Balls, damit wir Porunga holen können, den namekianischen Shenlong. Ginyu Force haben wir besiegt, deswegen geht es jetzt ab an die Dragon Balls. Da sind sie alle. Alle verbuddelt. Porunga appears. Well, you're right. Come forth, Shenron, and grant our wishes. Maybe the free. Funktioniert nicht. Wer kommt da? Oh, oh, oh. Goku. Wow, they dug up the dragon. How did you do? You mean dragon? Das ist der. It's the craziest thing. Ginyu in Son Goku's Körper. You know, there's something different about you, Goku. I can't quite place. That's a. Na dann kämpfen wir mal gegen unseren eigenen Vater, zumindest den Körper. Block. Oh, da geht's aber ab. Holy shit, ich sehe gar nichts. Holy shit. Zack. Oh, gar nichts strahlen los. Ah, ich muss das mal hier weg. Jetzt gibt's doch den Sack. Einer weniger. Jawohl. Jetzt gibt's doch den Sack. Los, Krillin, mach mit. Jawohl. Ja, wenn er alleine ist, ist er kacke. Ja, treffen muss man natürlich trotzdem. Ey, du haust nicht ab. Sonnenfaust! Jawoll! Gegen die Sonnenattacke hat keiner eine Chance. Oh, beide. Beide gelähmt. Ausgelöscht. Also wenn die zu zweit sind, ist es echt ärgerlich und verdammt schwer. So gegen einen alleine komme ich noch zurecht, aber wenn das zwei Leute sind, besiegt. Die haben wieder zurückgetauscht und jetzt muss er sich, wie in Dragon Ball Z, 16 Folgen lang regenerieren. Ah, da gibt es eine Nebenmission, da gehen wir gleich mal hin. Wer bist du? Das ist einer von Freezer Soldaten, oder? Abtrünniger Koch. Ja, dann kriegt der Koch halt auf die Fresse. Der ist ja schwach. Und davon gab es auch nur Mini-Erfahrung, okay? Huh?
Gib dir einfach Ahuf. Tja. Okay, jetzt müssen wir Obsthöhlen suchen. Mann, ich wollte doch nur die Kugel. Hey, das ist geheilt. Jawohl, kriegen wir den Rest. Deswegen hat er sich geheilt, wegen dieser Heal-Drohne. So ist das also. Ekel mit Hunde! Okay, dann gehen wir erstmal hier drüben hin. Ja, natürlich. In den Sack. Zack. Der wurde ausgelöscht, bevor er seinen Powerschlag machen konnte. So, da hinten. So, die Orange und jetzt nur noch die hier. Rollonus. Im Wasser? Nehmen wir mit. Es ist ja viel fetter geworden durch das Essen. Ja, okay, hier ist alles möglich. Ja, Essen macht einen stärker, wir haben es begriffen. Fertig. Jetzt geht's los. Jetzt kommt er. Der heilige Drache Pohunga. Drei Wünsche gibt es diesmal. Bei Shenlong war es nur einer. Piccolo wieder am Start. Er wurde belebt und auf Namek teleportiert durch die beiden Wünsche von Pohunga. Der letzte Wunsch ist noch offen. Your second wish has been granted. Now, state your final wish. Pohunga tot. Oh, 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 oh. Jetzt gibt's gegen Freezer ran. Seine zweite Form sogar schon. Oh, das nicht getroffen, Vegeta. Dann hat man immer voll auf. Volle Power! Die Fresse! Oh,
Das verprügelt Frieza. Oh. Ich muss mich aufladen. Mach ihn fertig, Vegeta, los! Wir haben ihn fast! Ah, nicht getroffen. Auf die Fresse! Puh. Aber es war auch nur die zweite Form. Piccolo kommt dazu. Ja, jetzt kann er sich mit Nell vereinigen. Wesentlich stärker als vorher. Jetzt können wir aber mit Piccolo hier die neuen Sachen lernen. Den Super-Dämonen-Prinzip, das ist gar nicht schlecht. Den nehmen wir mit. Machen wir ein paar neue Skills mit Piccolo, indem wir hier ein bisschen trainieren. Ja, gegen uns selber. Das ist einfach ein super starker Angriff von Piccolo, wenn er kloppt und dann noch so eine Energiewelle schießen kann. Hey, Spirale! Piccolo ist tot. Jetzt kriegt der Kleine auf die Fresse. Höllenspirale. Hat so ein Goku. Was können wir noch? Das. Das war komisch. Wahrscheinlich hätte ich jetzt noch so einen Goku anvisieren können. Abwehr. Gieß Feuer frei. Also klar, Piccolo hat viel Ki-Energie-Sachen und ist da auch stark drin. Aber ist auch unglaublich gut im Nahkampf, muss ich sagen. Mit dem ist es wirklich einfach zu kämpfen. Und Mr. Gohan ist da bis jetzt irgendwie noch kacke. Wo habe ich das denn auf der 1? Aber auch eine starke Kombo. Verklappe ich uns wieder selber. Ist es. So, jetzt machen wir das. Wir können nämlich alle treffen. So, Piccolo tot. Guck mal, sein Goku als zweites. Direkt in meine Falle. Kleiner Scheißer. Jetzt zeige ich, wie es eben läuft. Das hat er mich aber betäubt. Gib es. So, jetzt muss ich erstmal aufladen. Laserkanone! So, Zeit für den dritten. Nochmal das gleiche. Oh, jawohl.
Beide gleichzeitig geklopft. Das kann ich auch. Das ist auch mega stark. Nö, keine Spirale. Gerade so. Ist das sogar... Nö, keine Gegenwitter am Aha. Okay, doch. Oh, aus nächster von dir her Höllenspirale abzukriegen. Zack. Zack. Du haust mich an. Ausgelöscht. Perfekt, da haben wir mit Piccolo ein bisschen trainiert. Haben Purunga gerufen, zwei Wünsche sind uns gewährt worden. Piccolo wieder zu beleben und ihn hier auf Namek zu holen. Neue Skills freigeschalten. So, beim nächsten Mal machen wir uns auf, weiter gegen Freezer zu kämpfen. Die zweite Form habe ich ja schon besiegt. Für heute soll es das aber gewesen sein. Lasst gerne ein Like, ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Bis dahin, entspannten Tag. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.